Da oben ist noch einer. Schade. Tschüss. So. Damit ist eure Truhe mein. Holzpfeil, danke. So, gib mir, was ich haben will. Oh, naja. Das ist okay. Sehr schön. Pfeile sind immer gut. Habe ich gemerkt. Aber dann haben wir viel zu wenige. Noch haben wir zu wenig Rubine, um da irgendwie was einzukaufen. Aber auch das kriegen wir sicherlich irgendwann hin. Ganz sicher. So, müssen wir hier noch was machen, bevor wir da reingehen dürfen. Wahrscheinlich nicht unbedingt, aber wir können ja mal was bauen. Huch. So. Damit wir da ohne Probleme vielleicht hochgehen können. Ich glaube, das reicht doch nicht so ganz. Bin ich ja mal gespannt. Wow, was zum... Oh Gott. Ja gut, okay, vielleicht war es doch. Vielleicht ist doch so vieles Guten gewesen. So, zumindest können wir das Gebiet jetzt ein bisschen
entdecken hier und sehen, wo was ist. Schön ist das. Da bin ich sehr gespannt, was das ist. Nice. Okay. Oberfläche wurde aktualisiert. Der Himmel auch. Sehr schön. Das könnten sie mit dem Dungeon auch mal machen. Im Dungeon, sag ich schon, mit dem Untergrund. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich hin segeln muss. Da nach vorne eigentlich, ne? Da sehe ich unten schon einen Schrein. Da hinten sehe ich einen Turm. Okay. Wir sollten gucken, dass wir hier drauf landen, weil da auf jeden Fall ein Plateau ist. Da ist auch ein Schrein. Ist es Schnee? Ist es kalt da? Das ist gar nicht so gut. Wir haben, glaube ich, kaum... Ja, okay. Extrem kalt. Oh, shit. Hier geht's, glaube ich, noch. Ja, hier geht's noch. Noch geht's eben gut, möchte man sagen. Ach, siehst du, da schlief doch der Hino, oder? Da haben wir unser Pferd verloren. Nein, haben wir nicht verloren. Wir wollten es aber nicht mehr, weil es bockig war. Okay. Ich muss gleich mal gucken, ob wir was zu essen haben, was uns vor Kälte schützt. Ja, wenn wir gleich oben sind, muss ich gucken, ob das Thermometer soweit noch ausreicht, dass wir im positiven Bereich sind. Ja, es geht noch. Oh, okay, eine Höhle. Mal kurz gucken. Okay. Ah, es ist noch ein Stück. Ja. Hier können wir uns vielleicht ein bisschen aufwärmen. Pilzsuchtagebuch von Nat. Meine Schwester und ich sind den weiten Weg nach Hebra gekommen, um hier Pilze zu suchen.
Der Kataklysmus hat dir nämlich dafür gesorgt, dass hier sehr viele Höhlen gebildet haben. Ach was. Okay. Interessant. Lass mal was kochen. Und zwar irgendwas gegen Kälte. Ja, Feuerfrucht, ne? Das macht Sinn. Ach so. Haben wir gar nicht so ein... Ah nee, das waren ja Chilis, waren das. Stimmt. Wir haben ja Chilis. Ja gut. Das ist natürlich jetzt... Edelwild vielleicht nochmal. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ah, gewährt aber keinen Kälteschutz. Das ist natürlich schade. Wo müssen wir denn hin überhaupt? Müssen wir da hin? Da oben hoch? Nein. Oder? Das sieht da unten ganz gut aus eigentlich. So als, ja doch, ist ein Reitstall von uns. Das heißt von uns, also. Oh. Okay, dann lass uns mal hier so ein bisschen... Das Ding vielleicht nach oben jagen. Aber ich glaube, gleich frieren wir da oben. Frieren doch nicht, aber wir sollten das eigentlich. Crazy. Vielleicht hier oben tatsächlich nicht so, aber vielleicht ist es unten dann kälter. Ich dachte, das wären irgendwelche Lager, aber das scheinen
Da scheinen tatsächlich irgendwelche... Ah, das sind die Orni. Oh Gott, sei Dank. Ich bin hier richtig. Ja, erstmal klauen. Erstmal gar nicht, Misa. Ja, diese rätselhaften Objekte wurden irgendwo liegen gelassen. Ja, das ist gefährlich, die anzufassen. Ich meine, ihr habt da selbst auch Waffen, oder nicht? Ein Frostling. Den kennen wir noch gar nicht. Von weitem zu sehen. Neckart. Ja. Da gehen wir jetzt hoch. Mach dir mal. Ich mache euch mal das Land sichtbar hier. Ich meine, ihr könnt ja alle sehen, aber ich nicht. Ah, das, okay. Oh, nur 5 Meter weiter sind die. Oh, das sind viele. Das sind... Oh Gott, wieso sind das so viele? Eine Eisfrucht. Okay, lass mal gucken. Ob wir zumindest hier nochmal... Ja. Flammenwerfer ist okay. Und im Eisgebiet kann das nicht schaden. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich kann mich aber auch irren. Flugplatz, hey, das kenne ich doch. Also ich glaube, das ist aber ziemlich 1:1, oder? Von Breath of the Wild. Ui. Hedwig. Wenn das mal nicht Link ist. Ich freue mich sehr, dich gesund und munter wiederzusehen. Ich bin als Ältester zurückgetreten und habe die Belange des Dorfes in Tebas... Flügel übergeben. Jetzt ist meine Aufgabe, die Jungen hier am Flugplatz in exzellente Krieger zu verwandeln. Auch wenn man es mir nicht ansieht, früher war ich ein furchtloser Kämpfer, der es mit Theba hätte aufnehmen können. Jetzt kann ich das leider nicht mehr. Der Schneesturm hat die Ausstattung des Flugplatzes zerstört. Ich möchte hier neue Möglichkeiten zum Üben einrichten, aber es ist völlig unklar, wann das möglich sein wird. Das ist ein wichtiger Ort für die Orni. Ich muss ihn um jeden Preis beschützen. Allerdings kann ich mit diesen alten Knochen nicht viel tun. Außer zu verhindern, dass der Flugplatz im Schnee versinkt, indem ich das Feuer nicht ausgehen lasse. Ja. Ich würde dir... helfen, das ist ja kein Problem. Aber erstmal muss ich da oben hoch. Und ich weiß nicht genau, wo es da lang geht. Oh, ich könnte es hier versuchen. Das scheint gar nicht so hoch zu sein. Also machbar für die Ausdauer zumindest.
Und wenn, dann haben wir noch was zu essen im Rucksack, was uns ein bisschen Ausdauer zurückgibt. So. Guck mal, wieder ein Stück geschafft. Die Frage, wie wir da jetzt hochkommen. Ob wir da überhaupt hochkommen. Ich glaube nicht, dass wir das besser oben schaffen. Und wenn wir oben sind, dann fallen wir, glaube ich, wieder runter, weil das uns zu schmal sein wird. Das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ich könnte vielleicht gleich abspringen, aber dann komme ich da nicht. Ich würde mal ganz kurz mir was in die Kiemen schieben hier. Na gut, das ist nicht die Welt jetzt. Ich hoffe, wir können oben stehen bleiben. Ja, siehst du, das habe ich gewusst. Können wir nämlich nicht. Mist. Versuche es hier mal. Ich glaube, hier gibt es den einen oder anderen Vorsprung, auf dem ich stehen kann. Genau. So, das ist auch okay. Jetzt da hoch. Wir kommen der Sache näher, Leute. Oh, warte mal. Das kriegen wir auch anders hin. Dafür ist das super. Okay. Nice. Sollten wir hochschaffen. Ob wir da stehen können auf dem kleinen Vorsprung? Ja, okay. Läuft. Guck mal. Easy. Voll geil. Jetzt ist nur die Frage, ob wir da ohne Probleme reinkommen. Anscheinend. Ah, ja, hier waren Dornen. Haha, überlistet. So, auf geht's. 3, 2, 1, go! Ach, schön. Das ist immer so eine schöne Sequenz irgendwie. Die mag ich einfach auch nicht überspringen, weil die aber schön ist. Thank you.
So. Okay. Coole Sache das. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Ach, da. Bin ich darum richtig? Oh ja, bin ich. So, jetzt ist die Frage, wie weit das ist. Wegen Ausdauer. Aber das da unten sieht ganz gut aus, ne? Glaube ich. Können wir darauf landen, dass das... Ich glaube, ja. Ja, nice. Okay, cool. Oh, oh. Ah, ob das nicht zu hoch ist? Dorf Taorni. Nö, ist nicht zu hoch. Das kriegen wir hin. Okay, nice. Dorf Taorni, wir sind da. Deswegen sehen wir das aber auch in der nächsten Folge erst. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, Leute. Macht es gut und bis dann.